Mein Name ist Christian Katolitzki und ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Accotech Computer GmbH und ehemaliger Schüler der HAG Thulen. Ich habe zwar ein Familienbetrieb übernommen, wirklich Interesse zum Thema Wirtschaft, habe ich aber erst durch den Unterricht in der Thulner Handelsakademie entwickelt. Besonders durch die Fächer Betriebswirtschaft und Rechnungswesen war ich gut auf einen Einstieg in die Privatwirtschaft und die Position einer Firmenleitung vorbereitet. Aber zum Beispiel auch mein Wissen aus dem Fach politische Bildung und Recht hat sich schon öfter in meinem Leben als nützlich erwiesen. Man muss also auch gar nicht planen, selbstständig werden zu wollen, wenn man diese Schule besuchen möchte. Man lernt in dieser Schule meiner Meinung nach sehr viel Nützliches fürs zukünftige Leben und den Alltag. Dazu tragen auch die kompetenten Professorinnen und Professoren der Schule bei. Ich heiße Caroline Gutenthal und ich habe die HAG im Klassikzweig besucht. Jetzt studiere ich an der Wirtschaftsuniversität in Wien und ich werde mich auf BWL spezialisieren. Die Grundlagen, die mir die HAG gelehrt hat, haben mir schon bei der ersten Prüfungswoche enorm geholfen. Ich kann die Handelsakademie Thulen als Bildungseinrichtung für junge Menschen empfehlen. Das beruht darauf, dass ich selbst diese Schule absolviert habe und auch auf den Erfahrungen, die wir mit zwei unserer Kinder dort machen konnten. Besonders gefällt mir die Kombination aus betriebswirtschaftlichem Grundwissen und menschlicher Herzensbildung. Mein Name ist Veronika Wipp, ich habe die HAG im Klassikzweig besucht und derzeit arbeite ich jetzt in einer Steuerberatung und Rechnungswesen hat mir eine sehr gute Grundlage für meinen jetzigen Arbeitsalltag geschaffen. Hallo, mein Name ist Olivia Stift und ich habe dieses Jahr an der HAG Thulen maturiert und was ich an der Schule cool fand, ist, dass es verschiedene Zweige gab. Wir haben auch viele Exkursionen gemacht, zum Beispiel Prag, München und Paris. Da haben wir sehr viel von Europa gesehen. Und was auch cool ist, ist, dass wir ein Pflichtpraktikum erledigen mussten und auch eine Übungsfirma hatten, wo wir viel praktisch gelernt haben, was wir im späteren Leben auch brauchen können. Wir zwei sind zwei HAG-Absolventen und erfreuen uns einer super Ausbildung. Ich habe beruflich eigentlich sehr davon profitiert, habe dann sogar noch die Wirtschaftsuniversität gemacht und ich freue mich auch über den Stefan, der ebenfalls die HAG absolviert hat und ja, wir haben recht erfreut mit ihm. Was sind deine Aufgabenbereiche bei uns? Also ich bin in der Verkaufsabteilung, das heißt Angebote schreiben, Aufträge abwickeln, Kundengespräche führen, Kundenberatung und ab und zu Projektleitung. Die diversen praktischen Erfahrungen, die ich zum Beispiel in der Übungsfirma gemacht habe, haben mir sehr geholfen bei meiner beruflichen Laufbahn bei der Firma Breitwiesa und ich bin sehr froh, einen so super Job gefunden zu haben. Ja, wir freuen uns immer über Bewerbungen von der HAG und nächsten Sommer kommt zu uns der Petra Wasiljewitsch, der macht ein Sommerpraktikum bei uns. Ja, werden wir schauen, vielleicht schlägt er auch eine Breitwieser Laufbahn ein. Alles Gute wünschen wir euch. Tschüss. Tschüss.